Ulm, bin 34 Jahre alt, gelernte Erzieherin, leite inzwischen eine Kindertagesstätte dort mit zwei Gruppen. Ich habe nach neuen Herausforderungen gesucht. Ich habe schon zwei andere Weiterbildungen davor besucht in ganz anderen Thematiken. Also Medienpädagogik habe ich gemacht und Bildungsdokumentation. Und ich habe gemerkt, all das war eher konzeptionell und ich habe wirklich wenig an den Kindern gearbeitet. Und inzwischen arbeite ich fast nur noch im Büro. Das hat mir nicht gefallen und ich wollte einfach wieder ans Kind und vor allem den 1-zu-1-Kontakt, weil ich gemerkt habe, so wie Kita-Arbeit ist eine Arbeit, wo es sehr viel gruppenlastig ist natürlich und wo man wenig 1-zu-1-Kontakt mit den Kindern hat. Ich hatte auch schon eine Heimarbeit davor und als ich im Heim gearbeitet habe, hatte ich einfach einen sehr viel engeren Kontakt zu den einzelnen Bewohnern und da wollte ich wieder hin. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so und mich hat das angesprochen, mich hat es interessiert. Genau. Also die Methoden, die wir bisher gelernt haben, die fand ich alle super toll. Ich habe ja alles an mir selber ausprobieren lassen und auch ausprobieren dürfen. Und es war alles extrem wirkungsvoll. Ich merke an mir selber Veränderungen bei Themen, wo ich eigentlich gar nicht gedacht habe, dass ich jemals irgendwas verändern kann. Lieblingsmethode, also je nach Thema, was der Klient dann eben mitbringt. Also ich kann mich bisher mit allem identifizieren, was wir hier gemacht haben. Sehr humorvoll, sehr locker. Es ist ein super Entertainment. Also es gab noch kein Seminar davor, das ich je besucht habe. Und ich habe viele besucht, weil ich seit 2002 ausgelernt bin und immer wieder irgendwo hin muss, wo ich mir verkniffen habe, einen Kaffee zu holen oder auf die Toilette zu gehen, weil ich es so spannend fand, was er erzählt hat, dass ich keine Sekunde verpassen wollte. Also es ist immer eine lockere Atmosphäre. Ich habe bisher nichts mitgeschrieben und trotzdem weiß ich alles, was er erzählt hat. Er macht es sehr anschaulich. Super. Also ich habe selten so gelacht beim Lernen. Ich habe selten so klare Bilder vor mir gehabt, wenn jemand was geschrieben hat. Also er spricht einfach ja, in sehr vielen Bildern. Das hilft mir, dass ich mir das merken kann. Und diese Beispiele sind so anschaulich und so lebhaft gestaltet, man kann einfach nicht anders als jemand zuhören. Ich denke, das ist eine riesengroße Bereicherung für alle Leute, die mit Kindern arbeiten oder die Kinder haben, dass man mit ganz einfachen Methoden, die völlig unbedenklich sind und trotzdem sehr wirkungsvoll, ganz tolle Erfolge erzielen kann.